Liebe Hörerinnen und Hörer, Jesus ist nicht im luftleeren Raum auf die Welt gekommen. Seine Zeit war politisch und religiös durchaus bewegt. Ein Mann, der immer wieder mit Jesus in Verbindung gebracht wird, ist Johannes der Täufer. In unserem Predigtabschnitt will er wissen, was kann ich von Jesus halten? Und dann sagt Jesus, was er von Johannes hält. So lese ich im Matthäusevangelium im 11. Kapitel. Da Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen: Bist du der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Als sie fortgingen, fing Jesus an, zu dem Volk über Johannes zu reden. Was zu sehen, seid ihr hinausgegangen in die Wüste? Ein Schilfrohr, das vom Wind bewegt wird? Oder was zu sehen, seid ihr hinausgegangen? Einen Menschen in weichen Kleidern? Siehe, die weiche Kleider tragen sind in den Häusern der Könige. Oder was zu sehen, seid ihr hinausgegangen? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, er ist mehr als ein Prophet. Dieser ist's, von dem geschrieben steht: Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Liebe Gemeinde, liebe Hörerinnen und Hörer, kennen Sie die phlegräischen Felder? Im August und September haben sie Schlagzeilen gemacht. Die phlegräischen Felder sind ein vulkanisches Gebiet westlich von Neapel. Dort verbirgt sich ein Supervulkan unter der Erde. Ab August bebte dort die Erde. Ist das nun ein Anzeichen für einen riesigen Vulkanausbruch? Steht er bald bevor? Nicht einmal die Fachleute wissen das genau. Nein, auch wenn es so klingt, eine Woche vor Heiligabend will ich Ihnen keine Angst machen. Ich finde es ja schön, dass Weihnachten vor der Tür steht. Aber dieses Vulkangebiet ist auch ein Sinnbild für den Zustand unserer Welt. Immer wieder bebt es. Krieg in der Ukraine, Raketen in Israel, der Gegenangriff nach Palästina, Gletscher schmelzen, Wälder brennen. Manche fragen sich, kommt es in der Welt bald zu einem ganz großen Krach? Im Nahen Osten brodelt es ja nicht erst seit Oktober. Schon vor 2000 Jahren gab es dort terroristische Anschläge, manchmal sogar Aufstände. Nur hieß es damals nicht Palästinenser oder Hamas gegen Israelis, sondern Juden gegen Römer. Die Menschen im jüdischen Volk waren unruhig. Wann kommt es zum großen Krach, fragte sich so mancher. Die Römer verkündeten zwar, Kaiser Augustus ist ein Friedenskaiser, er hat Frieden geschaffen. Aber das hat die Leute nicht beruhigt. Sie waren auch mit der eigenen Elite, mit den Obersten der Juden in Jerusalem, nicht zufrieden. Die wollten vor allem keinen Ärger mit Rom, aber natürlich auch keinen Ärger mit aufgebrachten Volksmassen. Und genauso wie die Römer wollten die das Geld der Leute haben. So wurden die Juden doppelt besteuert, mit der Tempelsteuer und der römischen Steuer. Das Leben war teuer, schon damals. Nicht wenige aus diesem Volk pilgern nun an den Rand der Wüste. Sie suchen einen ungewöhnlichen Mann, Johannes den Täufer. Was wolltet ihr da sehen? Fragt jetzt Jesus die Leute. In der Wüste? Wolltet ihr ein Schilfrohr sehen, das vom Wind bewegt wird? Oder wolltet ihr einen Menschen in weichen Kleidern sehen? Ein Schilfrohr steht nicht gerade, sehr gerade, sondern es hängt sein Fähnlein nach dem Wind. Und weiche Kleider waren damals Luxus, der Luxus reicher und mächtiger Menschen. Nein, bei Johannes haben das die Leute nicht gesucht. Im Gegenteil, für sie war Johannes ein aufrechter Prophet,
Der redete Klartext, der hängte sein Fähnlein nicht nach dem Wind. Und gekleidet war er wie ein einfacher Nomade, nämlich in Kamelhaar. Das war damals nicht so teuer wie heute. Da steht also einer, der ist kein Schleimer ohne Rückgrat, der lebt nicht in Luxus. Er hat eine kantige Botschaft, kantig wie er selber. Johannes verkündet, ändert euer Leben, wendet euch Gott zu, sonst kommt der große Krach, nämlich das Gericht Gottes. Johannes hat Unrecht kritisiert, sogar den Herrscher Herodes Antipas hat er persönlich angegriffen. So war er beliebt beim Volk, aber nicht bei diesem Herrscher. Der hat Johannes den Täufer schließlich ins Gefängnis werfen lassen. Am Ende hat es Johannes das Leben gekostet. Das waren keine demokratischen oder rechtsstaatlichen Zustände. Im Gefängnis hört Johannes so manches von Jesus erzählen. Und was er da hört, das hat wohl gemischte Gefühle bei ihm erzeugt. Schon beeindruckend, wie dieser Jesus von Gott redet. Und auch manche Wundertat beeindruckt Johannes, die von Jesus erzählt wird. Aber es ist auch bedrückend, dass sich so wenig bei ihm selber ändert. Immer noch liegt er im Gefängnis. Immer noch hat Herodes Antipas die Macht. Immer noch lässt das Reich Gottes auf sich warten. Ist Jesus wirklich der Gottesmann, der kommen soll? Man kann nicht gerade sagen, dass Jesus mit eisernem Besen durch das Land fegt, dass er unerbittlich die Bösen urteilt. Johannes hat so manche Zweifel und Fragen. Und auch wir haben unsere Zweifel und Fragen. Auch heute liegt vieles im Argen. Heute sagen sich viele, das sollte es ja gar nicht geben, dass Menschen verheerende Kriege und Terror anzetteln. Mit Lügen und Gewalt sollten Machthaber eigentlich nicht durchkommen. Es ist eine Welt, die uns nicht zufrieden stellt. Selbst auf dem Weihnachtsmarkt sehen wir manchen Bettler und schaut mehr aufs Geld als früher. Und manche Geschenke, die wir weitergeben, die sind ja gut gemeint, aber sie sind oft genug schön verpackt und diese Verpackung belastet leider die Umwelt, zumal in den Millionenmengen, in denen sie weitergegeben wird. Einen Widerspruch, ein Gegensatz zeigt ein Bild. Es ist ein Foto, auf dem Blumen zu sehen sind. Aber diese Blumen blühen nicht im Frühling oder Sommer, sondern da liegt Schnee bei den Blumen. Und Schnee ist ja das Zeichen für Winter. Am kommenden Freitag fängt nach dem Kalender der Winter an. Es ist kalt und manchmal auch kalt im übertragenen Sinn. Dass mancher meint, die anderen, die werden nicht gesehen von denen, die ihnen helfen könnten. Oder auch ich werde vielleicht nicht gesehen und werde recht kaltblütig und kaltherzig angeschaut. Wenn das eigene Konto zu schmelzen droht, dann schaut man, wo man bleibt. Dann werden die eigenen Schäfchen ins Trockene gebracht. Mitgefühl ist begrenzt. Aber mitten in diesem kalten Winter feiern wir das Fest der Liebe. Wir feiern Weihnachten in einer Woche. Da blüht etwas hell auf, wie die Blumen auf dem Foto. Es gibt wirklich Blumen, die blühen im Winter. Diese Blumen heißen Christrosen. Wie solche Blumen im Winter ist Jesus in die Welt gekommen. Und das ist schon eine Antwort auf die Fragen und Zweifel von Johannes. Auch eine Antwort auf unsere Fragen und Zweifel. Ja, der Schnee liegt noch. Oder er ist gerade weggetaut und kann wiederkommen. Es ist noch kalt, aber ein bisschen schmilzt der Schnee. Und die Blumen auf dem Bild sind keine Einbildung. Nein, wir sehen ein Stück Frühling mitten im Winter. Und so ist es auch mit Jesus. Er ist gekommen wie Blumen im Schnee, wie ein Stück Frühling im Winter, und deswegen heißen diese Blumen auch Christrosen, weil der Christ, das Christkind, mitten im Winter nach unserer Vorstellung gekommen ist, in eine kalte Welt hinein. Jetzt kommen wir dem näher, was Jesus sagen will. Er sagt ja den Anhängern von Johannes dem Täufer, Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören.
Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Das ist schon so eine Auskunft. Jesus sagt da nicht Ja und nicht Nein. Johannes möchte vielleicht etwas ganz Bestimmtes hören, zum Beispiel, ich, Jesus, ich bin der Messias. Jesus spielt auf Aussagen an, die vom Propheten Jesaja und dem Buch Jesaja kommen. Da steht schon vieles davon. Einmal, da werden die Menschen gesund, da werden Tote lebendig und wer arm dran ist, hört die gute Botschaft von Gott. Wer das hört, der schöpft Hoffnung. Der weiß, ich habe einen mächtigen Verbündeten und Freund, Gott, seine gute Zeit ist nah. Im Matthäusevangelium werden öfter solche Worte aus dem Alten Testament angeführt. Ganz stark ist Jesus mit seinem Volk und dem Alten Testament mit den Juden verbunden. Matthäus hat nicht vergessen, Jesus war ein Jude. Umso mehr fällt auf, dass Jesus am Schluss etwas sagt, das nicht im Alten Testament steht. Jesus fügt hinzu, und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Merkwürdig mögen wir denken, wer ärgert sich denn an Jesus? Wer nimmt Anstoß an ihn? Vor Weihnachten warten wir auf das Christkind oder das liebe Jesulein wird es sogar in alten Liedern genannt. Uns fällt das Fest der Liebe ein und dass Jesus gesagt hat, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wer soll sich denn an Jesus ärgern? Nun, schon damals haben sich die Verwalter und die Händler im Jerusalemer Tempel geärgert. Da hat Jesus die Verkaufstische der Händler im Tempel umgeworfen und die Händler vertrieben. Einmal hat Jesus gesagt, ihr könnt nicht zwei Herren dienen, Gott und dem Mammon. Und der Mammon, das war der Gott des Geldes. Ja, man kann sich über Jesus ärgern, zum Beispiel, wenn man sehr reich ist, wenn man viele Aktien hat, viel Geld oder besitzt. Und Menschen haben sich geärgert, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Wie passt das zu einer göttlichen Laufbahn, haben sie sich gedacht. Das ist doch das glatte Gegenteil. Manche haben sich gewundert, wie viele Leute diesem Jesus nachgerannt sind. Und wir können staunen, wie viel Glaubensmacht und Glaubenseinfluss Jesus bis heute gewonnen hat. Hat doch Jesus auf Macht und Gewalt verzichtet und ist er fast ohne Geld ausgekommen. Es ist schon wahr, in unserer Welt geht es nicht ohne Geld. Und es braucht auch Mächte, die eine gewisse Ordnung in unser Leben bringen. Aber der Weg von der verantwortlichen Behandlungsweise der Macht oder einem ordentlichen Umgang mit Geld bis zum Missbrauch ist leider kurz. Selig ist, wer sich an Jesus nicht ärgert. Der geht jedenfalls nicht den Weg zum Missbrauch. Und der begrenzt seine Macht und auch sein Geld. Für solche Menschen wachsen sogar im kalten Winter Blumen, wie auf dem Foto, von dem ich gesprochen habe. Da zeigen sich Inseln und Leuchtpunkte der Liebe, des Friedens, der Gerechtigkeit. Wie Blumen im Winter. Und die kann es auch in unserer Nähe, in unserer Gemeinde geben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.